Hallo liebe Trommelgemeinde, ich habe ja schon ein Technikvideo für Doppelschläge gemacht und ich möchte es nochmal verdeutlichen mit der Verschiebung des Drehpunkts und aufräumen mit diesen ganzen Techniktipps. Weil als Anfänger versuchen wir erstmal ein Gefühl für den Rebound zu bekommen. Das heißt, wir nehmen den Stock mit dem kleinen Finger. Also beide Sticks mit dem kleinen Finger, der hält den Stock fest. Dann machen wir mal Schläge. Die anderen vier Finger lassen wir weg. Einzelschläge, Doppelschläge. Dann nehmen wir die anderen vier Finger dran, Zeigefinger nach vorne gestreckt. Machen das weiter. Da bekommen wir schon ein Gefühl für den Rebound, der Stick. Kommt drauf, der Drehpunkt ist hinten. Jetzt, wenn wir Ghost Note spielen, also das gilt bis zu einem Tempo von 100. Dadurch, wenn wir schneller wären, verschiebt sich der Drehpunkt nach vorn, weil wir kommen ja mit höherer Geschwindigkeit immer näher ans Fell. Dann muss der Drehpunkt zwangsläufig nach vorne verlagert werden und die hinteren Finger kommen ins Spiel. Ich verdeutliche das mal langsam. Finger. Und wenn wir leise Noten, leise Doppelschläge in langsamem Tempo, dann haben wir natürlich auch schon die Finger, weil wir ja näher am Feld sind, das heißt, dann kann der Drehpunkt nicht mehr so weit hinten sein, weil der Stock nicht mehr so weit raufkommen darf, soll. Das heißt, wir nehmen mal 80, ich mache halbe, verdoppeln mit Doppelschläge auf 16. Dann habe ich auch schon die Finger bei 80, ja. Als Anfänger machen wir erstmal alles laut, dass man rebound und da ist wirklich der Drehpunkt hinten am kleinen Finger. Gut, das mal zur Verdeutlichung. Also nochmal konkret, je schneller wir werden, desto weiter verschiebt sich der Drehpunkt nach vorne, also Richtung Daumen, Zeigefinger. Wir brauchen Finger. Oder wenn wir leise spielen wollen, dann ist der Drehpunkt auch ganz vorne und wir haben die Finger im Spiel. So wie beim Presswirbel auch, wo wir ganz nah am Fell sind, haben wir auch voll den Druckpunkt vorne, Daumen und Zeigefinger. Die Hintern machen da gar nichts mehr. Ja. So ist es. Und nochmal eine Übung auch dazu, vielleicht kennst du eine oder andere schon, 16 abwechselnd, also Single Strokes, dann auf Doubles wechseln und dann nur ein Paradiddle, taktweise abgewechselt. Als Anfänger mal mit dem Drehpunkt hinten üben, also langsam und laute Schläge. Und dann, wenn ihr merkt, ihr habt so ein gutes Gefühl, könnt ihr auch schneller werden, dann kommen bei den Doppelschlägen und beim Paradiddle sind ja auch die Doppelschläge die Finger ins Spiel. Ja. Gut, ich hoffe, wenn ihr das nicht verstanden habt, schreibt es mir nochmal, liked es mir. Euer Dennis.